Die letzten zärtlichen Sekunden mit dem 4 Tage alten Sohn. In ein paar Stunden startet das Flugzeug nach Osaka. Für Andy Hug ein Abschied für eine Reise in eine andere Welt, voll neuer Herausforderungen. Aber auch eine Reise in eine Welt, die Andy Hug zu Füßen liegt. In Osaka haben Supermänner noch Konjunktur. Andys abendlicher Ausgang wird regelmäßig zum Bad in der Menge. Männer jeden Alters träumen in Japan davon, so stark und überlegen zu sein wie Andy Hug. Thai oder Kickboxen ist die asiatische Variante des klassischen amerikanischen Boxsports. Neben den Fäusten ist aber auch der Einsatz der Beine erlaubt. Der Sport und seine elektronischen Varianten sind in Japan zu einer Mega-Industrie geworden. Das Dojo. Andy Hugs Trainingszentrum in Osaka. Hier verbringt der Schweizer die letzten 2 Wochen vor dem alles entscheidenden Kampf. Der Kampfsport fordert den ganzen Körper. Entsprechend schonungslos ist das Training. In der Schweiz ist Andy Hug sein eigener Trainer. Hier in Japan erhält er aber von den Besten der Branche wertvolle Tipps. An jedem Kiosk in Japan ist Andy Hugs Lebensgeschichte als Comic erhältlich. Auflage über 6 Millionen Exemplare. Und so wird Andy auf der Fahrt zu einem Promotionstermin mit seiner schweren Jugend ohne Eltern konfrontiert. Es zeigt, wie ich eigentlich als Strassenjunge auf der Straße aufgewachsen bin. Denn dass ich sehr unzufrieden war mit meinem ganzen Umfeld. Ich wollte eigentlich daraus herausbrechen. Ich hatte sehr viele Raufereien auch. Und auch das habe ich irgendetwas Spezielles gesucht und ich habe das eigentlich nachher mit dem Karate gefunden. Man hat nachher auch gesehen, dass ich sehr müde war, auch, dass ich mich eigentlich durch das abregen konnte. Und damit hat auch die Großmutter nachher das Einverständnis gegeben, dass ich den Kampfsport ausüben kann. Und nachher mein ganzer Werbegang, meine ganze Karriere bis ins Profiland. In einem Warenhaus wird dann Andy Hug 100 ausgewählten Fans präsentiert. Auch wenn er nicht Japanisch sprechen muss, ist Andy Hug kein Mann der großen Worte. Was gefällt den japanischen Fans an Andy? Dass er, weil er so gut aussieht. Ja, dass er so stark ist und so groß und mächtig. Ja, mega, totemo kagayaite. Subarashi karada de. Seine Augen sehen sehr ehrlich und offen aus. Er ist Japaner. Interviews, Fernsehshows, Präsentationen. Andy wird von Termin zu Termin gejagt. Seine Manager regeln die Geschäfte. Hat er da noch den Überblick? Also ich habe sicher keinen Überblick. Also ich kann sehr viel nicht kontrollieren. Ich muss eigentlich das Vertrauen haben in meinen Promoter, in meine Manager. Ich habe das Vertrauen. Ich meine, es ist wichtig, dass man ein gewisses Vertrauen auch hat. Ich habe überhaupt keine Übersicht mehr. Es geht alles so wahnsinnig schnell, man hat keine Kontrolle mehr. Als einer der einzigen Ausländer trägt Andy Hug den Titel eines Samurai und ist auch bei den traditionellen Zeremonien als Akteur dabei. Andy Hug sei japanischer als die Japaner, sagt sein Manager. 3 Tage vor dem Kampf ist nur noch Entspannung angesagt. Das japanische Dampfbad soll Muskeln und Nerven entspannen.
Auf dem Weg zum Stadion von Nagoya mit seiner Arena für über 10.000 Zuschauern ist der letzte Rest von Gelassenheit weg. Der Kampf wird entscheiden, ob der 30-Jährige in den letzten Profijahren die Früchte seines Erfolgs noch ernten kann. Die Stunden und Minuten vor dem Kampf werden immer unerträglicher. Sein Gegner, ein Holländer, ist zwar weniger flink, überragt Andy aber ganze 20 Zentimeter. Eine Kampfmaschine soll er sein. 3 Minuten. 5 Runden sind möglich. Doch meistens endet der Kampf mit einem K.O. Andys Lohn, ein 6-stelliger Dollarbetrag, ein Auto und der endgültige Status als Superstar. Noch 2 Jahre will Andy Hug in den Ring steigen. Dann soll sein Karrierezug Richtung Hollywood fahren. Entsprechende Angebote liegen vor.